ist ein bisschen kühler, aber für die Pflanzen ideal. Die leiden ja auch unter diesem Hitzestress. Und so kann alles wunderbar wachsen. Es hat auch ordentlich geregnet. Das ist ideales Wachstumswetter für eure Pflänzchen. Und was tut's da hinten so für ein Geräusch? Oh nein. Oh, oh, oh nein. Ich habe gestern die Pumpe angeschmissen, um dieses Wasserfass hier voll zu machen. Hier mit dem Schlauch. Hier kommen nämlich immer meine Brennnesseln rein. Hier mache ich eine große Menge, 500 Liter Brennnesseljauche. Und ich habe vergessen, die Pumpe wieder auszustellen. Immer dranbleiben oder einen Wecker stellen, einen Alarm stellen, irgendwas. Gibt's doch gar nicht. Aber ich hatte richtig Glück. Es ist genug Wasser drin geblieben für die Fische. Die haben es überlebt. Da unten sind sie. Aber immerhin kann man jetzt auch mal sehen, wie groß das Ding ist. Da liegt noch ein Futternapf. Habe ich sonst mal was verloren hier unten? Nein. Jetzt kann ich den Teich auch gleich mal ein bisschen sanieren. Ich werde noch ein bisschen mehr Wasser rauspumpen. Die Fische, die kommen so lange in einen großen Eimer. Und dann ein bisschen den Schlamm rausmachen. Wenn man nicht immer aufpasst. Unglaublich. Schauen wir mal, ob wir die Fische kriegen, aber bei dem seichten Wasser dürfte es gar kein Problem sein. Vielleicht alle drei auf einmal. Eins, zwei, drei. Ja, kommt her. Nee, nur zwei. Hopp. So. Da schwimmt Ungeheuer Nummer drei. Ja. So, alle drin. Hab, ist jetzt ein bisschen eng, aber nur für kurz. So, und die Pumpe, die soll jetzt den Dreck rauspumpen hier. Weil da viel Schlamm mit rauskommt, werde ich das Ganze hier in meine Beete geben, denn der Schlamm ist auch wertvoll. Und hier pumpt es jetzt das restliche Wasser raus. Dauert gar nicht so lang. Ihr seht, die Wolken wandern schnell und schon ist der Schlamm gut sichtbar. Hier noch ein bisschen. So, jetzt ist nur noch Schlamm drin und Karpfen halten so einiges aus. Aber ich werde sie jetzt trotzdem umpflanzen von hier rüber in die große Regentonne. Einfach, weil ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis ich den einigermaßen sauber habe. Ja, super. Die Karpfen sind wirklich zäh. Hier so ein paar Sekunden an der Luft, das macht ihnen nichts aus. Und ihr kommt jetzt hier rein. Ja, das schaut her. So, in die Wohlfühloase. Mit Brennnesselgeschmack. Es ist noch keine Brennnesseljauche. Ihr seht, ich habe sie erst oben drauf geworfen. Es ist noch ganz frisch. Das Wasser ist ein bisschen dreckig, klar, weil es ja vom Teich rüber gepumpt ist. Aber hier haben sie auf jeden Fall ausreichend Sauerstoff und können die Zeit wunderbar überbrücken, bis ich diesen Teich wieder sauber gemacht habe. Mann, oh Mann. So, jetzt kommt nur noch dicker Schlamm. Und hier im Gewächshaus gebe ich auch noch ein bisschen was von der Schlammbrühe rein. Ist ja ein super Dünger. Mmh. Dann schaut mal, wer auch da ist. Mary.
ist aber wirklich ein Schlammbad. Du nimmst mir einfach die Eimer entgegen und schüttest es dann. Alles klar. Ja, weil das geht und das kann ich verstehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bisschen tief. Scheiße. Fang mal lieber da vorne an. Ja. Ich dachte, da geht's flach weiter. Okay. Boah, ist das schwer? Ich stell's mal daher. Es geht. Ah, das geht, ja. Geht's, ja? Also, ich will ja nichts sagen, wie das aussieht, aber ich glaube, du weißt schon, wie das aussieht, ne? Wenn du drin liegst, filme ich dich. Für die Kamera wäre es was. Aber das ist immer besser, wenn die Frau reinfällt. Mach nochmal. Komm nicht mehr. Sauf mir das mal raus hier. Ich muss mal dran riechen. Das ist echt dreckig. So. Wir haben jetzt versucht, mit dem Wasserschlauch das Ganze noch mal ein bisschen flüssiger zu machen und wegzupumpen. Aber es ist zwar eine Schmutzwasserpumpe, aber der Schlamm ist einfach zu dickflüssig, kommt nichts mehr raus. Ja, habe schon vorgestellt, Mary ist wieder da. Mary kennt ihr vom Tauchen. Das letzte Mal hat sie in dieser Schlammgrube hier die Hitler-Tagebücher rausgeholt. Heute nicht. Heute, bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, vielleicht den Schatz vom Silbersee. Ja, wir werden jetzt hier mit Eimern und der Schubkarre das Zeug wegfahren. Mary wollte unbedingt in den Schlamm. Ich habe gesagt, ich mach's, nein. Ich wurde überzeugt. Du wurdest überzeugt. Den Teich, den haben außerdem Mario und ich zusammen 2012 angelegt. Ist schon wieder 10 Jahre her. Also Mario hat mit dem Bagger ausgehoben. Ich bin mit meinem Fendt gefahren und habe den Aushub dann weggefahren. Tanken mussten wir auch mal, ganz klar zwischendrin. Und Mario ist einfach ein Genie an solchen Maschinen. Unglaublich, der macht das wieder eins, obwohl er es nicht gelernt hat. Nein, Mario ist ja Rettungssanitäter, aber mit Bagger und Traktor und sonstigen schweren Maschinen, da geht er einfach total gerne um und er macht's einfach gut. Jetzt haben wir hier einfach nur ein Loch und das habe ich dann weitergearbeitet. Und hier sieht man mal meinen ersten Gemüsegarten 2012, den ich hier anlegen konnte. In der Bildmitte ist außerdem nicht die Luzi, das ist meine damalige Katze, die Sophie. Und aus diesem Kiesloch habe ich dann einen Teich gebaut. Dazu gibt es leider keine Bilder zum Teichbau. Aber viel Kies eingearbeitet, viele Steine, viele verschiedene Tiefenzonen. Hier nochmal der Blick auf den Gemüsegarten. Im Vordergrund die Bohnen, im Hintergrund der Teich. Ich habe auch eine Umrandung dann gemacht aus Holz. Die gibt es immer noch. Die muss ich dringend erneuern. Die ist nämlich ziemlich kaputt. Man sieht, es ist Lärche, aber länger als 10 Jahre halten die auch nicht aus. Und hier sieht man es nochmal, diese Teichumrandung, die ist jetzt leider hinüber und diese Bretter hier, die werden morsch, vor allem an den Stellen, wo geschraubt wurde, immer ganz typisch, aber nach 10 Jahren darf es auch mal erneuert werden. Ja, und Wasser ist Leben, schaut mal, was ich hier entdeckt habe im Grün, könnt ihr ihn sehen?
Der ist leider nur aus Gummi, aber ich finde, der sieht spitze aus. Mein Bruder lässt den herstellen, mein Bruder mit dem Hotel. Ich habe ihm hier einen abgekauft und der ist jetzt bei mir in der Küche und schaut mir beim Kochen zu. Quack. Hier sieht man ihn nochmal, den kleinen Teich vor dem großen Gewächshaus, schön zentral gelegen im Garten. So kann ich das Gewächshaus gießen oder die Beete, wenn es nötig ist. Aber das meiste soll dieses Weidefass machen. Wenn wir jetzt mal die Kamera drehen, dann sehen wir rechts unten hier den großen Teich. Da sind außerdem keine Fische drin. Ja, die Mary ist leider schon wieder weg. Jetzt muss ich alleine weitermachen, aber das meiste haben wir ja draußen. Ah, jetzt schaue ich, dass ich hier noch ein bisschen von dem Schlamm rauskrieg. Dort, wo ich noch gut rankomme. Ist schon unglaublich, was sich im Laufe der Zeit so an Schlamm ansammelt hier. Wenn ich bei meinem großen Teich da hinten mal Schlamm raushole, ist da alles voll mit Leben, angefangen von Blutegeln natürlich, sind aber ein gutes Zeichen für schönes, klares, sauberes Wasser. Dann geht's rüber zu Molchen, zu allen möglichen Käfern, Libellenlarven und so weiter, die da drin leben. Hier der Schlamm, da bewegt sich gar nichts, da ist alles tot. Das liegt aber ganz klar daran, dass da Karpfen im Teich sind. Die gehen mit ihren Mäulern ja ständig durch den Schlamm am Grund, holen da alles raus, was lebt und fressen das. Das ist deren Nahrung. Deswegen bin ich gar nicht so glücklich, dass da Fische drin sind, aber hey, es war ein Hochzeitsgeschenk. Ich finde es immer wieder so nett, wenn sich die, na komm, die Schwebfliegen auf deine Finger setzen. Na komm, mach's vor der Kamera, Kleines. Ab. So, das sind echt tolle Tiere. Schwebfliegen sind gute Bestäuber und sie sind total zutraulich und dazu noch harmlos. Mimikry habe ich im letzten Video schon erklärt. Sie tun so, als wären sie eine Wespe und gefährlich sind sie aber nicht. Ganz nette Tiere und nützlich. Flieg. Den Schlamm, den verteile ich jetzt hier am Gewächshausrand. Es sieht jetzt nicht schön aus, ich weiß. Aber hier werde ich was hinpflanzen. Ich weiß noch nicht was. Aber ich glaube mal, wenn es nicht bockelhart wird, muss ich mal prüfen. Vielleicht muss ich es ein bisschen mischen mit Erde oder Sand. Und dann wächst da bestimmt auch was Schönes. Mal schauen was. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich hier hinpflanzen könnte. Gerne in die Kommentare. Soll nichts sein, was zu hoch wächst, damit es nicht beschattet. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ach, wie Teufel. Oh. Kamera hat auch ein bisschen was abgekriegt. Und das Mikrofon. Halli, ab! Hoppa! So, der gröbste Schlamm ist draußen. Jetzt kann ich wieder Wasser reinlassen. Kein Leitungswasser. Ich warte, bis es regnet. Und es sieht nach Regen aus. Schaut euch die Wolken an. Da hinten scheint zwar noch die Sonne da oben, aber hier von Westen, da kommen noch dunkle Wolken. Und dann hoffe ich, dass der Teich wieder gespeist wird, hier vom Scheunendach, und dass er bald wieder voll wird. Und dann schätze ich mal, habe ich die nächsten 5, 6, 7 Jahre wieder Ruhe, bevor ich ihn wieder entschlammen muss. Der Schlamm, ja, wo kommt der her? Das ist natürlicher Befall von Laub, die ganzen Gräser, die sich hier zersetzen. Natürlich kacken die Fische auch rein und es gibt eine Menge Schlamm. Schaut euch mal an, hier an der gesamten Gewächshauslänge, das sind 12 Meter plus den Schlamm hier in den Beeten, den ich verteilt habe. Das ist noch ein Unkrautbeet, das werde ich ein bisschen einhacken, damit es nicht bockelhart wird. Ja, ist schon eine Menge, was da rausgekommen ist.
Aber zuerst Werkzeug sauber machen. Zäher Schlamm. Ah. Hier ist einer meiner Zisternen, fast so, ich schätze, 3.000 bis 5.000 Liter. Und mein Hauswasserwerk hier, das soll eigentlich meinen Garten mit dem Wasser aus dieser Zisterne hier versorgen. Leider scheint die einen Schlag zu haben, brummt nur noch beim Einschalten. Da muss mal mein Bruder wiederkommen, Long Tall Frankie, und sich die Maschine anschauen. Vielleicht kriegen wir die ja repariert. Ihr hört es nur brummen. Mein Bruder meinte, ist wahrscheinlich der Kondensator des Motors hier, und dann ist der Motor wahrscheinlich auch gleich mit hinüber. Deswegen habe ich hier eine gewöhnliche Tauchpumpe jetzt rein. Die werde ich einschalten und damit meinen Teich erstmal mit Zisternenwasser voll machen. Und dann warte ich, dass noch Regen kommt. Für morgen ist welcher angekündigt. Drückt mir die Daumen, umso schneller ist der Teich wieder voll. Und jetzt Wassermarsch. Ja, Zisterne wieder zumachen. Nicht, dass hier irgendein Tier reinfällt. Das wäre dann doch tragisch. Schauen wir mal, ob Druck auf der Leitung ist. Jawohl. Und jetzt befülle ich den Teich mit dem Wasser aus der Zisterne und dieser Tauchpumpe. Leider dauert es ziemlich lange, weil der Querschnitt dieses Schlauchs, der da liegt, viel zu klein ist. Ich glaube, das ist nur ein Viertel Zoll. Ich habe mir schon einen 1 Zoll Schlauch gekauft, 50 Meter lang, ist noch nicht geliefert worden. Und damit geht es dann viel schneller. Hier seht man jetzt gehe ich noch ans Gras ran, ja, an das Schilfgras, das hier wächst und alles zuwuchert. Das reiße ich mal ein bisschen raus, es wächst noch genug da, einfach damit andere Pflanzen auch eine Chance haben zu wachsen und nicht nur dieses Gras. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen und frage euch, was es ist. Aber jetzt wird es erstmal Nacht. Die Zisterne hat jetzt ungefähr so ein Viertel von dem Teich befüllt. Jetzt warte ich aufs Regenwasser. Hier könnt ihr außerdem sehen, da habe ich einiges an Grün entfernt von diesem Gras. Vielleicht könnt ihr mir helfen und sagen, was es ist. Hier sieht man den Blütenstand. Hier die Blätter. Und sie haben so eine Art Widerhaken. Also man kann sie in eine Richtung schön reiben, in die andere fast nicht. Sehen eigentlich hübsch aus, aber wachsen wirklich wie wild und haben hier den halben Teich schon zugewuchert. Deswegen habe ich wieder ein bisschen befreit. Vielen Dank an den Zuschauer, der mich korrigiert hatte. Das hier ist natürlich keine Iris, sondern eine Wasserschwertlilie oder auch Sumpfschwertlilie. Aber sie kommen alle aus einer Familie der Schwertlilien. Und jetzt, wo sind die Wolken? Hier bei den Hühnern, da habe ich ja auch noch einen Teich. Das ist der hier. Den mache ich auch mindestens einmal im Jahr sauber. Dazu habe ich hier so eine Schmutzwasserpumpe mit einem Feuerwehrschlauch dran. Ein so ein kleines Stück. Und der hat einen großen Querschnitt. Das heißt, hier geht viel Wasser durch. Und somit ist dieser Teich, der auch gar nicht so klein ist, schnell leer. Und dann habe ich ihn wieder mit sauberem Wasser befüllt. Er befüllt sich dann oder hält seinen Wasserstand außerdem auch mit dem Dachwasser, mit dem Regenwasser der Scheune. Ah, ich habe auch noch eine schlechte Nachricht zu überbringen. Darf ich doch mal eben reingrätschen? Nee, jetzt gerade nicht. Schlechtes Timing. Außerdem haben die Zuschauer im letzten Film gesagt, nee, sie haben keine große Lust auf dich. Schreibt es ihr doch mal in die Kommentare rein. Ja, Günni soll ruhig häufiger auftreten. A, wie im letzten Video. Oder B, Günni nur sporadisch auftreten lassen. Oder C, nee, Günni soll hinter der Kamera bleiben, da wo er hingehört. Ab in die Kommentare damit. Tut mir leid, Günni. Geh mal wieder, weil ich muss noch was fertig machen. Entscheidet. Also kommt mal mit zum Regenfass rüber. Schlechte Nachricht. Ah, traurig. Saublöd gelaufen. Ich hatte die Fische über Nacht hier drin. Am nächsten Morgen wollte ich sie rausholen und in den Teich setzen. Und sie waren tot. Ich habe keine Ahnung, was der Grund war. Es ist genau das gleiche Wasser gewesen wie aus dem Teich. Ich habe es ja rüber gepumpt. Es lagen obendrauf ein paar frische Brennnesseln. Kann das ein Grund gewesen sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich glaube.
Sie waren ja ungefähr eine Stunde in dieser Zinkwanne. Die war natürlich voll mit Wasser. Aber ist vielleicht dieses Zink das Problem gewesen? Lösen sich da Bestandteile nach so vielen Jahren immer noch ins Wasser und sie sind deswegen gestorben? Habt ihr eine Ahnung? Also irgendwie schon saumäßig traurig. Das tut mir total leid für die Fische. Aber andererseits bin ich gar nicht so unglücklich, weil ich jetzt einen Teich habe ohne Fische. Das Wasser bleibt sauber, es ist ein wertvolleres Biotop. Mary hat mir auch gesagt, sie ist ja promovierte Biologin, dass so ein Teich hier ohne Fische viel wertvoller ist. Die Fische, die fressen tatsächlich alles tot, koten auch viel rein. Und ohne Fische haben andere Lebewesen viel mehr Chancen, hier hochzukommen. Hier wird jetzt Leben entstehen. Von dem her bin ich froh. Andererseits tut es mir schon wirklich super leid um die Fische. Vielleicht habt ihr eine Idee, was da der Grund sein könnte. Draußen ist es richtig kalt geworden, knapp unter 10 Grad. Ich musste sogar ein Feuer machen im Ofen, denn im Haus ist es auch schon kalt. Und meine Zentralheizung, die ist ja schon aus. Und endlich hat es angefangen zu regnen. Und das soll jetzt den Teich so langsam wieder auffüllen, gespeist mit Wasser vom Scheunendach. Hopp, hopp, hopp. Regen ist wichtig, das ist ganz wichtig für eure Pflanzen. Die Kälte, klar, könnte wieder ein bisschen wärmer werden, aber das wird schon, das ist entweder eine frühe Schafskälte oder es sind die verspäteten Eisheiligen. Auf jeden Fall werden so die Wasserfässer wieder voll und mit denen überbrücke ich dann mal wieder eine trockene Periode, wenn es eine Weile nicht regnet. Ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen. Wenn ja, freue mich sehr auf den Daumen rauf. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti, der jetzt wieder reingehen muss, denn hier draußen ist es schon saukalt. Tschüss und bis zum nächsten Mal und bleibt mir treu.